Und ich möchte anfangen mit der Frage, was verstehen Orthodoxe unter Theologie? Theologie. Da geht es um Gott und um Reden, Rechenschaft ablegen, darstellen. Im verwissenschaftlichen Christentum des Westens steht Theologie für Reden über Gott. Der unfassbare, unendliche Schöpfer erscheint hier als Studienobjekt sowie alles Fassbare und Endliche Geschaffene. Genuin orthodoxe Theologie versteht sich demgegenüber als von Gott selbst initiiertes Reden mit Gott oder Reden von Gott her. Menschliches Theologisieren bedeutet hier ein ehrfürchtig gehorsames Antworten auf den Anruf göttlicher Selbstoffenbarung. Es soll nun zunächst an die Bandbreite solcher Antworten erinnert werden, in denen sich der orthodoxe Theologiebegriff auseinanderlegt, bevor wir dann im zweiten kürzeren Teil zu der Theologie der Heiligen kommen. Das göttliche Redeangebot entfaltet sich im Nebeneinander von Verfügen über, Einladen in Gott menschliches Miteinander und Autorisieren von menschlichem Reden über Gott. Ich gehe jetzt durch diese drei Dimensionen durch, fange an mit Theologie als göttliches Verfügen. Alle Theologie beginnt mit der Bibel und diese mit den fünf Büchern Moses. Der heilige Johannes Chrysostomus, da wird auch schon die Rede, bezeugt diese Bücher als von Gott selbst offenbart. Gott offenbart sich hier unter anderem als Redender im Schöpfungswort, B in der Weisung an Geschaffenes und C in der Anrede an den Menschen als geschöpflichen Sonderfall. Ich gehe jetzt auch durch diese drei Dimensionen mal durch. Verfügende Schöpfungsworte. Bereits das erste Es werde versteht der heilige Basilius von der Große vom Neuen Testament her als den von Ewigkeit gezeugten Sohn, der sich dem Evangelisten Johannes als Wort Gottes zu erkennen gab. Auch das göttliche Lasst uns bei der Erschaffung des Menschen ist an Sohn und Geist gerichtet. Für Christen offenbart sich der Gott der fünf Bücher Mose mithin als Redender. Von Anfang an trinitarisch. B. Die verfügende Rede an Geschaffenes. Gott gibt dem Geschaffenen Namen, also nicht wie später Adam dem Viehzeug, sondern Himmel, Erde und solchen Sachen. An Fische und Vögel ergehen Befehl und Segen zu Fruchtbarkeit und sich mehren. Und interessanterweise mit denselben Worten wie hinterher an die Menschen. Letzteren, also den Menschen, wird somit bei aller Abbildhaftigkeit und Berufung zur Verähnlichung, ihre Stellung als Geschöpfe unter wimmelnden und flatternden Mitgeschöpfen gleichsam unter die Nase gerieben. Drittens, verfügendes Reden, Anrede an Menschen als Zweck der göttlichen Schöpfung. Also dennoch werden die Menschen als Mitherrscher angesprochen und dem Fastengebot unterworfen. Spätere, nach dem Sündenfall, Anreden an Menschen, verhängen Strafen, warnen, zum Beispiel Kain, die Göttersöhne und Abimelech kriegt es zweimal. Sie erlegen Prüfungen auf, denk an die Opferung Isaaks, und fordern Gehorsam ein. Noch später, und dies gilt auch für Verkündigungen durch weitere Propheten im Alten Testament und den menschgewordenen Gottessohn im Neuen, werden solche Verfügungen manchmal ergänzt wird durch autoritätsverstärkende Selbstaussagen. Ich bin der Herr, der dich aus Ägypten geführt hat. Und über bereits getätigte und noch geplante Wohltaten. Gott offenbart sich hier als gnadenreich beschenkend und fürsorgend, aber auch Mitarbeit an der vorgesehenen Heiligung einfordert. Das ist das Problem der Gottessöhne. Die haben bloß rumgemacht. Die haben nichts Schlimmes getan. Die haben bloß Mädels genommen, rechts und links. Aber sie wurden vernichtet durch die Sintflut, weil sie ihre hohe Berufung verraten haben. Das heißt, es ist streng verboten, einfach nur ein tierisch mäßiges Leben zu führen. Ich komme jetzt zur zweiten großen Dimension des Theologisieren, Theologie als gottmenschliches Miteinanderreden. Gott wendet sich seinen Menschen antwortheischend zu. Er selbst antwortet auf Anrufung. Wir denken hier an Enos, den Sohn von Seth, der anfing damit, Gott anzurufen. Fragen, Rebekka mit ihren Schwangerschaftsproblemen, mit den zwei Zwillingen, hat von Gott Antwort bekommen und bitten.
Gott nimmt die Menschen in der ihnen gewährten Freiheit als Personale gegenüber an. Vier Stufen lassen sich hier unterscheiden von in diesem Annehmen. Gott fordert Rechenschaft, er ruft zur Mitarbeit, er zeigt seine Freundschaft und er lädt ein zur Schau. Ich gehe auch hier wieder durch diese vier Dimensionen durch. Das Miteinander als göttliches Rechenschaft fordern. In Gottes Nachfragen nach vollbrachter Übertretung, bei Adam, bei Kain, erhalten die Übertreter Gelegenheit zu Geständnis und Umkehr. Der heilige Johann Sie vermasseln es natürlich. Der heilige Johannes Chrysostomus erkennt hier inmitten der göttlichen Gerechtigkeit den Ausweis göttlicher Barmherzigkeit. B. Das Miteinander als göttlicher Aufruf zur prophetischen Mitarbeit. Ausgewählte Führungspersönlichkeiten lädt Gott zur je und je vertrauensbildend vertraglich festgezurrten Mitwirkung an seinem Heilshandeln ein. Wir haben das bei Noah, bei Abraham, bei Moses und vielen anderen. Eindrucksvoll langmütig beschwichtigt der Allmächtige hierbei allerlei Zweifel, Widerstände, Mose braucht wirklich eine lange Zeit, bis er sich darauf einlässt, sogar Fluchtversuche bei Jona. Gott wird hier erfahrbar in seiner Menschenliebe, die bei Jona mit mehr, bei Mose mit weniger Gerumpel zur Nachahmung gegenüber Mitmenschen ermutigt. C. Das Miteinander in göttlichen Freundschaftsbeweisen. In wiederum tiefer herablassendem Sinn initiiert Gott Momente der Augenhöhe mit seinen Erwählten. Er informiert Abraham über die geplante Vernichtung Sodoms und geht auf dessen barmherziges Herunterhandeln ein. Er verzichtet aufgrund der selbstlosen Fürsprache von Moses. Mose kriegte das Angebot, du wirst jetzt der Vater meines neuen Volkes, ich mache die anderen kaputt. Nimmt Mose nicht an, sondern erreicht den Verzicht auf mehrere von Gott geplante Strafgerichte. Hier offenbart er sich also als ein Gott, der auf Fürbitten seiner Freunde hört. Wichtig später für die Heiligen. Dann schließlich D. Das Miteinander als Einladung in die göttliche Schau. Manchen Auserwählten gewährt Gott die Erfahrung vergöttlichender Gnade. Wir können hier denken an Abrahams Vision der göttlichen Drei-Engel-Gestalt oder Engel-Drei-Gestalt, an Jakobs Himmelsleiter, an Jakobs Ringkampf samt göttlichem sich sehen lassen von Angesicht ohne Todesfolge. Das muss man sich mal geben, was dem da gegeben wurde für eine verstauchte Hüfte. Und schließlich die, wenn auch auf die Rückseite begrenzte, Gottesschau, die Moses gewährt wird. Gott offenbart hier seine vergöttlichenden Energien. So, jetzt kommen wir an Theologie im dritten Sinn. Theologie als von Gott her autorisiertes Reden über Gott. In dieser dritten, dem menschlichen Beitrag gewidmeten Form theologischen Redens gilt es, jene kognitive Objektivierung zu vermeiden, die den rein akademischen Zugang zu Gott kennzeichnet. Also zu vermeiden, in die Falle zu tappen, in der die westliche verwissenschaftliche Theologie geraten ist. Ein angemessenes Reden über Gott trägt darum, den in den ersten beiden Formen der Theologie offenbarten, ich habe die ja alle immer mitgenannt, Anforderungen Gottes Rechnung. Insofern ist auch das ein Antworten auf Gott. Solches Reden bewahrt den Geist dankbaren Gehorsams, die Bereitschaft zum Redestehen, also sich verantworten, zum reuigen Umkehren, zum Mitwirken und zum Nachfolgen. Solches Reden über Gott gestaltet sich, und jetzt kommen wieder drei verschiedene Formen, als Sprachrohr Dienst für göttliche Aufträge, als gottmenschlich autorisierte Mission und Lehre und als kirchlich autorisierte Ausformulierung der Lehre. Ich gehe die wieder durch. Erstens, göttlich autorisierter Sprachrohrdienst. Als unmittelbar göttlich inspiriert dienen die an Moses zur Veröffentlichung übergebenen fünf Bücher zwei zentralen Zwecken. Die festgehaltenen Ereignisse dienen
den zur rechten Verherrlichung erforderlichen Gedenken an Gottes Wohltaten. Und die eingefügten zahlreichen Gesetzestexte dienen der Einübung einer das gesamte Leben durchziehenden Gehorsamkeitssorgfalt gegenüber dem göttlichen Willen. Das mit der Sorgfalt ist zentral für Johannes Chrysostomus, denn er sieht den Sündenfall nicht erst im Essen des Apfels, sondern schon viel früher, wenn Adam und Eva getrennte Wege gehen, statt sich zusammenzuhalten, wie aus der Zuordnung Evas als Helferin auf Adam gedacht war. Verschiedene Kirchenväter haben darauf hingewiesen. Und im Neuen Testament gilt dann eine vergleichende Sorgfalt, der nunmehr auf die Glaubensregel, wie ich gestern gelernt habe, gegründeten christlichen Lebensweise. Alles das bedeutet, theologisches Wissen bildet und bezeugt sich allein durch entsprechendes Tun. Bereits im göttlichen Mahnlied am Ende des Deuteronomiums erkennt Mose in Vorwegnahme der Selbstaussage Jesu die Worte dieses Gottesliedes als Leben. Also wenn Jesus später sagt, ich bin Leben, dann ist das schon am Ende vom fünften Buch Moses da. Entsprechende Verknüpfungen zwischen Bericht und Anruf bestimmen auch alles weitere göttliche Verkündigungen durch die Propheten im Alten Testament und die Evangelisten im Neuen Testament. Ich komme zu gottmenschlich autorisierte Missions- und Lehrtätigkeit in den Gemeinden. Die aus Juden und Heidentum neu bekehrten bedürfen der Unterweisung in allem von Christus Gebotenen. Das hat er selber gesagt in seinem Missionsbefehl. Erst als Nachfolger gewinnen, dann taufen und hinterher lehren alles, was ich geboten habe. Die Apostel, als von Christus selbst eingesetzt, vermitteln die schriftliche wie mündlich tradierte kirchliche Lebensweise, vernetzen ihre Missionsgebiet zu gegenseitiger Hilfe und Fürbitte, wirken als Vorbilder, sichern ihre Nachfolge, verrichten unter Führung des Heiligen Geistes ihren Dienst mit der von Christus verliehenen Gewalt zu binden und zu lösen. So ist ihr liturgisch-pastorales Reden über Gott ebenso trinitarisch unterfüttert wie schon Gottes eigene Schöpfungsworte ganz am Anfang. C. Kirchlich autorisierte Ausformulierung der göttlichen Lehre. Die zunächst diskursiv vermittelten Wahrheiten der Katechese fordert bei den Neubekehrten, die nicht schon als Juden in einen gelebten Gesetzesgehorsam hinein erzogen worden waren, deren weltliche Denkweise heraus. Sie müssen ihr neues Leben gleichsam kopfüber in ihr neues Leben gleichsam kopfüber hinein sterben, um darin durch eucharistische Erfahrung und mit göttlicher Gnadenhilfe wieder aufzuerstehen. Katechese wird somit zur Mystagogie. Ihre Lehrer müssen in Persönlichkeit und Verhalten das Licht eines bereits fortgeschrittenen Lebens in Christus durchscheinen lassen. Ihr Reden über Gott von Gott her entfaltet sich nun genauer in der Auslegung von Texten und einer dogmatisch durchdachten Systematik. Diese zwei Aspekte möchte ich jetzt noch mal kurz getrennt beleuchten. Erstens Auslegung biblischer und patristischer Texte. Schon unsere Aufstellung verschiedener göttlicher Redeschichten, die das orthodoxe Theologieverständnis grundieren, setzte die kirchlich beglaubigte Autorität des heiligen Johannes Chrysostomus voraus. Gleich am Anfang habe ich gesagt, der hat uns gelehrt, dass schon das Schöpfungswort Christus ist und dass das alles persönlich an Mose offenbart wurde. Seine, also des heiligen Johannes, Deutung des Alten im Licht des Neuen Testaments trägt durch ihren asketisch-karitativen Kontext. Die Homilien des heiligen Johannes Chrysostomus fangen an mit: Ihr müsst fasten und ihr müsst Almosen geben, wenn ihr hier richtig in die große Fastenzeit reinkommen wollt. Also das ist dieser Predigtkontext, trägt der christlichen Selbstoffenbarung als Wahrheit, Weg und Leben, alles drei gleichzeitig, Rechnung. Diese Deutung beruht und ruft auf zum Christus nachfolgenden Mitleben. Auch hier bleibt Reden über Gott im Rahmen gelebter Gottesverherrlichung. Nun zum Letzten, dogmatische Systematik. Das im Taufritual verlangte Glaubensbekenntnis erfordert, wie der Apostel Paulus am Zungenreden klarmacht, die Fähigkeit zur nunmehr neu erleuchtet vernünftigen Einstimmung.
Die hierzu von den Kirchenvätern erarbeiteten Klärungen dienen auch der Verteidigung gegen Kritik von außen und der Häresieabwehr nach innen. Auch hierfür standen zumindest bis zum 19. Jahrhundert geistliche Amtsträger, also Kleriker, bereit, deren dogmatische Abhandlungen sich durch Predigten und Briefe im Kontext gemeindlicher und persönlicher Seelsorge hielten. Das gilt besonders für die frühen Kirchenväter. So blieb der die kirchliche Tradition prägende personale Charakter der Gotteserkenntnis lebendig. Bereits, ich komme wieder zum Ende des fünften Buches. Der das Ende dieses Buches beschließende Autor, Mose ist ja schon tot, nimmt ja durch sein Wort über Moses Sehen Gottes von Angesicht zu Angesicht die endzeitliche Prophezeiung vom Apostel Paulus über solches Sehen, prosopon, prosopon oder kataprosopon, ist es verschieden in beiden Versionen, voraus, vorweg. Von Anfang an offenbart sich mithin die menschliche Gotteserkenntnis als ein in die göttliche Herrlichkeit hineingezogenes Erkanntwerden durch Gott. Jedes Risiko unangemessener kognitiver Objektivierung ist damit ausgeschlossen. Ende Teil 1, ich komme jetzt zu Teil 2. Warum braucht man eigentlich dazu noch eine Theologie der Heiligen? Es ist doch alles schon da. Gottes Erkenntnis als Erfahrung göttlichen Erkanntwerdens. Als Erkenntnis ist das Erkanntwerden selbst schon Theologie im ursprünglichen Sinn. Das heißt, das göttliche Heilswerk entfaltet sich als Theologie oder Gottesrede für zu Heiligende und durch Heilige im Dienst als Gottes Sprachrohr oder im Dienst an Gottes Willen. Was also will der heilige Justin von Celje mit seinem Ruf nach einem Studium der Viten der Heiligen da noch erreichen? Was ist der Grund für diese neue Verpackung als Theologie der Heiligen? Mir scheint, es geht um eine Korrektur theologischer Fehlentwicklung. In vielen seiner Veröffentlichungen kritisiert er den ostwestlichen Ökumenismus, und zwar im Sinne von gemeinsames Gebet, Versuche oberflächlicher dogmatischer Harmonisierung und besonders deswegen, weil die Reue fehlt, die er verlangt in einer Schrift über das wahre Kriterium und Wert der Orthodoxie. Da schreibt er, ohne eine wirkliche Reue ist eine Vereinigung nicht möglich. Also der Kontext dieser Kritik ist ein weiterer Kontext, nämlich seine Zurückweisung des starken westlich-wissenschaftlichen Einflusses auf orthodoxe Fakultäten, Seminare, ja das gesamte Erziehungssystem. In diesem gerade erwähnten Schrift über The Highest Value and Last Criterion of Orthodoxy zitiert er auch Florowski. Er zitiert ein Werk, was ich nicht kenne, was es nicht auf Englisch gibt oder Deutsch, aber wenn man denkt, er hat in Petersburg studiert, er war sicher konfrontiert mit dem Werk von Florowski und hat sicher gelesen, der westliche Einfluss auf die orthodoxe Theologie. Und das macht begreiflich diese starke Gegenstellung gegen den Ökumenismus. Hier in der westlichen wissenschaftlichen Theologie werden Heilige, genau wie Gott, zu Gegenständen rein theoretischer Reflexion und als solche wecken sie auch Dissens. Da geht es schon seit den Tagen des heiligen Cyprian von Karthago um Bedingungen, unter denen ein örtlich verehrter oder auch überregional zur Aufnahme in den Kalender vorgeschlagener kirchlich anerkannt werden kann. Ähnliche Schwierigkeiten betreffen zeitliche wie räumliche Grenzen, innerhalb derer sich heterodox verehrte Heilige des ersten Jahrtausends, zum Beispiel in Westeuropa, für eine orthodoxe Verehrung qualifizieren. Und in diesen Auseinandersetzungen stehen wir ja gerade in Bezug auf die hiesigen Heiligen. Auch politische Konflikte bis heute befeuern solche Fragen. Das Grundproblem rein dogmatischen Theologisierend liegt jedoch, wenn ich den heiligen Justin anhand der mir spärlich zugänglichen Quellen, ich kann kein Serbisch recht verstehe, tiefer. Es beruht, so meine ich, auf Ablenkung. Anders als bei klaren Gebotsübertretungen bleibt der hier entstehende Schade zunächst unsichtbar. Was meine ich unter Ablenkung? So wie die Schlange im Paradies Evas Aufmerksamkeit auf scheinbare Sachfragen, Speiseverbote, Anzahl der erlaubten Früchte, gesundheitliche Folgen des Verkehrs lenkte,
Sie dabei aber unmerklich aus der ihr von Gott gewährten, vertraut persönlichen und auf Dankbarkeitsgehorsam verpflichteten Beziehung herauslöste, so stellt nach dem heiligen Justin, so meine ich, das rein dogmatische Theologisieren einen unmerklichen, aber folgenschweren Verrat gegenüber dem göttlichen Angebot der Teilhabe zum ewigen Leben des Gottmenschen dar. Für uns. Vielfältig nachlässige, ich spreche für mich, heilsvergessene, ans Irdische verhaftete Faulpelze, erfordert die rettende Annahme dieses Angebots eine entschlossen durchgehaltene Ganzhingabe. Da denke ich gestern an das, was Vater Justin über die Energie gesagt hat, die man dauernd braucht, um dabei zu bleiben, die durch jede Ablenkung und besonders jede sich als theologisch qualifiziert gebende Ablenkung außer Kraft gesetzt wird. Was also ist es mit den Studien der Viten von Heiligen? Als Mittel gegen solche Entkräftung empfiehlt der heilige Justin gerade den theologischen Dogmatikern ein mit dem Studium von heiligen Viten verknüpftes Mühen um Nachahmung der asketischen Lebensweise dieser Heiligen. Um hier nutzlose Streitereien über korrekt verfasste Viten und korrekt verehrbare Heilige zu vermeiden, die Literatur ist voll von alledem, hat er selbst 12 Monatsbücher kirchlicher Heiliger zusammengestellt. Sein Einsatz für das Studium dieser Viten bestätigt das oben zur kirchlich autorisierten Auslegung biblischer Texte Gesagte. Bereits bei der Auswahl würdiger Mitarbeiter am göttlichen Heilswerk im Alten Testament ging es Gott ja nicht um Theorien und schlaue Leute, die die rüberbringen können, sondern um Taten. Diese Auswahl nahm das vom heiligen Justin betonte Ziel einer Teilhabe am Leben des Gottmenschen vorweg. Insofern stellt nicht erst, wie er in seiner Einleitung zu seinem Heiligenleben sagt, nicht erst die Apostelgeschichte, sondern bereits das ganze Alte Testament Urformen authentischer heiligen Viten bereit. Auch in den Evangelien legt Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben, die durch ihn als Heilige Erlösten auf seine Einwohnung und Nachfolge fest. Zugleich stellt seine eigene vierfache Evangelienvita Modelle dafür bereit, was es an jener Nachfolge und Teilhabe an den Heiligen aller Zeiten aufzuzeichnen gilt. Wie für Johannes Chrysostomus steht auch für Justin den Neuen das Gelebtsein christlicher Dogmen im Vordergrund. Ein Studium der Beschreibung solchen Gelebtseins, so hofft der heilige Justin, kann zur authentisch gottmenschlichen Theologie zurückführen und eine durch ökumenistische Irrwege steril gewordene orthodoxe Bildung heilen. Jetzt zur Schlussbemerkung. Wie der heilige Johannes Chrysostomus, so ist auch der heilige Justin ein Ausleger und zugleich, wie der andere, ein Prediger der Dringlichkeit. Wenn man Justin liest, das geht so richtig ab. Aber während die Dringlichkeit dort bei Johannes Chrysostomus allein aus der Sorge über Nachlässigkeit und Berufungsvergessenheit in der christlichen Herde erwächst, das Zirkus statt Gottesdienst-Syndrom, gilt diese Sorge hier einer ärgeren Not. Er muss den Sinn orthodoxer Christen aus seiner Verdunkelung durch westliches Theologisieren für die Abhängigkeit der Erkenntnis vom Tun des zu Erkennenden erneut wecken. Das ist sein Job. Hierzu bedarf es jener Askese als fruchtbringendes Martyriums, die schon der heilige Johannes als Bedingung theologischen Auslegens hervorhob. Hier kann der heilige Justin als Pastor der serbischen Kirche nur auf asketisch gesinnte Bischöfe und Priester hoffen. Wie der heilige Johannes Chrysostomus alle rhetorischen Mittel einsetzte, um seine Gläubigen vor den Ablenkungen der römischen Unterhaltungsindustrie zu schützen, so setzt der heilige Justin alle rhetorischen Mittel ein, um seine Kirche vor Ablenkung durch nutzloses Theoretisieren zu schützen. Gegen die herrschende innerorthodoxe Desorientierung, die er diagnostizierte, setzt er seinen Aufruf zum Studium der heiligen Viten als trinitarisch beglaubigte Therapie. Seine Theologie der Heiligen, so meine These, dient als Weckruf für die auf westliche Abwege geratene Kirche. Vielen Dank.